Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Tramsim. Schön, dass du wieder da bist. Ja, letzte Woche hatten wir nun nichts gehabt, weder in den News noch in der Folge. Jetzt ist es aber soweit, denn ViewApp hat das neue Update veröffentlicht. Nach zwei Wochen haben wir jetzt das Winter-Update erhalten. Dementsprechend, ja, ist jetzt hier alles schön weiß, die Bäume sind schön kahl, so wie sich das Ganze gehört. Und man kann mal so ein bisschen sehen, wie die Bäume so arbeiten. Das ist eine ganz interessante Sache. Jeder Ast oder sowas, ne, der bewegt sich hier auch. Und das sind natürlich alles so diese ganzen Sachen, die die Performance natürlich ziehen. Wir freuen uns natürlich, dass wir das neue Update jetzt hier auch mal uns so angucken können. So ganz gemächlich so. Ja, wie gesagt, letzte Woche Donnerstag, glaube ich, erschienen. Freitag erschienen irgendwie so in dem Dreh. Ja, wenn wir mal gucken, wie sich das Ganze fährt. Heute mal mit einem neuen Repaint. Ich habe das Polizei-Repaint mal ausgetauscht und habe hier einfach mal so ein, so Luxustollerei. So ein View-App-Repaint hier ausgewählt, wie ihn jetzt virtuell erleben mit der Tram. Folge uns auf Facebook, YouTube, hier oben schon mit Oculus Rift-Brille und so weiter und so fort. Was haben wir hier noch? Der Flight-Simulator von Aerosoft, auch nochmal so ein bisschen was hier drin. Ja, machen wir nochmal ein bisschen Werbung hier. Schnell und einfach bezahlen. Hier haben wir auch nochmal The Next-Level-Simulator. View-App, jetzt einsteigen und so weiter und so fort. Also das auch natürlich kann man sich runterladen, wenn man da Bock drauf hat. Wir werden uns mal gucken, dass wir jetzt immer, wenn wir jetzt eine Folge aufnehmen, uns dementsprechend immer mal so ein anderes Repaint hier anschauen. Dementsprechend haben wir hier auch noch mal ein bisschen Abwechslung drin. So, wir wollen uns aber natürlich jetzt nicht hier so uns unterhalten, so wie das Ganze jetzt hier mit dem Repaint aussieht, sondern wie sieht es denn jetzt so auf den Straßen aus? Ja, kalt ist es natürlich. Haben die Fußgänger denn Jacken und sowas an? Ja, weil es ist ja nun kalt, können sie ja jetzt ja kaum mit einem Minirock rumlaufen, außer Frauen, da weiß ich nicht. Je nachdem, mit so einer Strumpfhose oder sowas, ne? Ihr wisst ja, die Mode ist ja mittlerweile so eine Geschmackssache. Wollen wir uns aber hier dementsprechend mal nicht über Mode unterhalten, sondern wir starten jetzt hier eigentlich mal und fahren jetzt mal vor und lassen hier mal die Fahrgäste zumindest schon mal einsteigen. Also, los geht's. Ja, ihr wisst ja, Praterplatz hier ist ein bisschen von der Performance her. Ja, entschuldigt bitte, dass das hier vielleicht jetzt gerade ein bisschen ruckelig wird, aber ja. In der nächsten Folge werden wir uns das Ganze mal auch mal bei Abend anschauen, ja, wenn natürlich die ganze Weihnachtsbeleuchtung an ist. Also freu dich da schon mal. Oh, Ansagen macht nur Ding, aber keine Ansagen. Alles klar, so. Und schaut mal hier. Die haben echt Jacken an. Das ist ja cool. Ja, also das ist mega gut gemacht. So, weil das ist ja immer so dieses bisschen Unrealistische. Wir hatten ja jetzt nun unsere Abschlussfahrt gehabt. Jetzt ja hier mit unserer Leitstellenfahrt in Berlin. Ja, und ja klar, ist jetzt alles schick und gut. Ja, wir hatten den Wintermodus an, aber die Fahrgäste laufen natürlich im T-Shirt rum. Ja, das ist natürlich mega unrealistisch. Da sind sie halt noch nicht so weit gewesen, dass man da irgendwie verschiedene Kleidung oder irgendwie sowas anziehen kann. In Tramsim, wie gesagt, ist das jetzt möglich. Also wie gesagt, hier laufen sie jetzt alle gefliegt, jetzt mit passender Kleidung. Wittelsbachstraße. Umsteigen zu 80A. Schön auch mit den Sonneneffekten und alles was, ne? Das sieht schon gut aus. Wie gesagt, hier Performance Saudi. Ne? Sobald wir hier raus sind aus dem Wald, geht es dann besser. Der Kollege kommt schon von vorn. Wundervoll. Ja, und so nähern wir uns jetzt so langsam aber sicher den Schritten Richtung Ende des Jahres, Leute. Das ist dann schon wieder alles vorbei. Damit ist eine Simulation erschienen, die wir eigentlich lange gewartet hatten, seit der Ankündigung. So. Oh. Wir hätten weiter vorne halten müssen, wa? Ja, das tut mir leid. Die hätten da stehen müssen. Da jetzt bloß eine Linie gesehen. Ja, kommt, steigt ein. Ja, seht ihr, ne? Also wir können ja auch jetzt gleich mal hier aufstehen und dann die Türen öffnen. Wir fahren die Linie auch nicht zu Ende. Aber ihr seht hier, ne? Die haben hier wirklich jetzt richtige Kleidung an. Also dicke Sachen. Finde ich irgendwie cool.
Der Infoscreen zum Gewinnspiel. Aha. So, na denn. Hier ist natürlich schon ein bisschen fitzig hier alles. Alles schon geschmolzen. Kennt man ja so in der Stadt, ne? Da bleibt ja sowas kaum länger liegen. Löwengasse. Umsteigen zu 4A. So. Und... Denn immer rein mit euch hier. Da kommt der Kollege schon wieder. Schön. Schön, dass das jetzt auch mittlerweile funktioniert, dass die Kollegen jetzt hier fahren. Das hat ja auch eine lange, lange Zeit gedauert, bis das Ganze funktioniert. Grüezi. So, aber wir wollen rechts abbiegen. Ja, dürfen nur nicht. Ja, ich hab gesehen, dass ich rot habe. Chillt mal. Hat er Angst gekriegt, ja? Ja, fantastisch. Düt. Wir fahren jetzt ja aktuell ohne Fahrplan. Also das kommt dann wirklich alles, denn wenn dann soweit erstmal alles fertig ist. Wie gesagt, das dynamische Wetter, das will man dann im nächsten Jahr dann angehen. Man hat ja auch schon, wie gesagt, eine neue Straßenbahn ja angekündigt, die dann auch wohl im nächsten Jahr erscheinen soll. Mal gucken, wie weit das hier mit Tramsum auf jeden Fall weitergeht. Ich bin da sehr, sehr optimistisch, denn wie gesagt, noch scheint hier richtig Elan in diesem Projekt zu stecken. Man hätte ja auch sagen können, wir releasen das und fertig ist es. Ja, da kommt ja nichts mehr. Wäre natürlich ein blöder Schachzug, aber ihr wisst ja manchmal, wie das halt so ist. Und dementsprechend, ja, können wir uns hier echt mal überraschen lassen, was noch so hier auf uns alles wartet in Tramsum. So, hier haben wir schon ein bisschen mehr Schnee. Wundervoll. Hetzgasse. Die Hetzgasse. Aber Zug rutscht nicht oder sowas, war? Stand da gerade frohe Weihnachten dran? Mal Linsen. Lucky, lucky machen. So. Stand da dran. Ja, frohe Weihnachten, ja. Das ist schon cool, ja. Kannst du sagen, was du willst, ja. So, dann. Frohe Weihnachten, ja. Donnerstag soweit, ne? Am 23. unser allerletzter Livestream in diesem Jahr. Dann ist für uns auch Ende im Gelände dieses Jahr. Radetzkyplatz. Umsteigen das zu. War, da hätte es aber gescheppert jetzt. In Richtung Praterstern. Da hätte es jetzt gescheppert. Das hätte jetzt voll geknallt. So. Und es wird grün. Aber die Reste sind hier jetzt alle drin. Schaut nicht so. Liebe Fahrgäste, bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz in U-Bahn-Stationen sowie in Fahrzeugen. So. Hintere Zollamtstraße. Umsteigen zu O. In Richtung Raxstraße. Ding. Aber hier, ne? Also das ist schon echt nett gemacht. Da muss man wirklich, wirklich positiv zusprechen. Ne? Ich finde...
Ich finde sowas halt wirklich, wirklich toll, ja, wenn man sich dann halt ansetzt und dann sagt, pass auf, wir machen hier so was, ein kleines Gimmick. Ich hoffe, das bleibt auch drin, verschwindet jetzt nicht nach Weihnachten einfach wieder. Was finde ich persönlich dann immer blöd, wenn es dann halt nur saisonbedingt dann immer halt irgendwie nur aktiviert wird. Ja, das ist ja wie mit dem Schlüssel, ja, der dann halt, nur ab Level 3 zum Beispiel verfügbar ist, ja. Sowas sollte man drin lassen, weil es gibt so Leute, so, ne, die fahren dann auch trotzdem gerne mal einfach so bei Schnee oder sowas. Die wollen halt nicht immer nur jetzt im Sommer fahren, im Hochsommer hier oder sowas. Also dementsprechend würde ich das VUEP natürlich, lasst das drin. Nimmt das jetzt nicht nach Weihnachten einfach wieder raus. Julius Rabplatz. Vielleicht muss man es ja nicht Weihnachten nennen. Ja, das ist nett hier. Jetzt gerade ein bisschen Performance-Probleme hier gerade. Eieiei. So, wo ist denn jetzt hier unser... Da. Das ist unser Haltepunkt. So, wir spielen das Ganze allerdings in... Irgendwas ist hier. Irgendwas mache ich hier gerade überhaupt nicht. Schreibt mir auf jeden Fall gerade, dass mein Gerät überlastet ist. Ich guck mal ganz kurz. Nö, ist eigentlich alles in Ordnung. Hier hat sich nichts verändert. Weiß ich jetzt nicht, was jetzt hier so das Problem ist. So, können wir mal hier mal so ein schickes Bild machen hier. Das sieht man eigentlich relativ schlecht mit dem Schnee hier. Aber da hast du halt das Problem, da hast du wieder... Kann man das halt nicht ausschalten? Ging das nicht irgendwo? Warte mal. Das war hier, ne? Die drei. Genau. Man kann es dann halt auch abschalten, ne? Das ist jetzt auch ziemlich cool. So, ja, keine Ahnung, warum jetzt die Performance jetzt hier so ein bisschen streikt. Mag er wohl gerade nicht. Machen wir mal die Türfreigabe raus. Aber ihr wisst ja immer, wie es ist halt immer, ne? Kommt ein neues Update, dann funktioniert mal was nicht. Obwohl, wie gesagt, jetzt ist schon wieder alles Butter, ja? Jetzt läuft es wieder. Keine Ahnung. Schwedenplatz. Umsteigen zu U1, U4, 2. 2A. Verstehe jetzt nicht. Wo war denn jetzt hier? Die Bimmelglocke, wo ist denn die jetzt denn hier? Aha, okay, das ist die 7. Shoot! Die Siebenen, da haben wir hier auch schon die Weihnachtsdekoration hier hängen. Ja. Und jetzt gucken wir uns, wie gesagt, mal in der nächsten Folge mal an, wie es dann ausschaut, wenn es denn hier abends ist. Wenn wir uns dann mal hier an den Schwedenplatz dann setzen und dann Richtung Stefan Fadinger Platz runterfahren, würde ich sagen. Und dann lassen wir uns mal überraschen. So, angefordert ist großzügig. Wenn ich jetzt auch noch Fahrt kriege. Perfekt. Mutti läuft wieder rüber. Man hätte es nicht anders erwartet hier. Also hier ist schon so ein fieser Punkt hier. Wir machen so, was wir wollen hier. Wundervoll. Und... Ah, nein. Dude. Was ist los? Weil die laufen ja einfach rüber hier. Aber ist wahrscheinlich auch so, ne? Da fahren auch keine Autos oder sonst irgendwas. Ja, komm. Mach die Tür zu. Liebe Fahrgäste,
Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. So. Oh, ist so ein bisschen zu schnell mit der Weiche. Salztorbrücke. Umsteigen zu 2A. Flughafenbus. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Connections to Airport Bus. Warte. So. Dann die Türen auf, Fahrgäste rein, raus. Ja, so zumindest das neue Update. Wie gesagt, jetzt hier in Tramsim. Natürlich hat man hier noch einiges mehr gemacht. Also es gibt jetzt hier nicht nur neue Schneetexturen. Ja, man hat natürlich auch sich um Bugfixes gekümmert. Man hat natürlich hier ein paar neue Objekte halt gebaut anlässlich halt des Weihnachtsfestes. Und ja, wie gesagt, also es ist einiges passiert. Wie gesagt, mehr dazu hatten wir in den ÖPNV-News. Da sind wir das komplette Change-Log mal so durchgegangen. Und dementsprechend fand ich das ganz interessiert. Schaut's in die gestrige ÖPNV-News-Folge vorbei. Dort findet ihr dann das alles, was ihr benötigt. Oder aber ihr guckt einfach bei Steam nach, denn da sind ja auch alles, steht ja auch alles enthalten drin. Ne? Also was da verbessert wurde, optimiert wurde. Und sonst, ja, werde ich jetzt mal hier meine paar Runden drehen, damit es hier dunkel wird. Und dementsprechend sehen wir uns dann zur nächsten Folge, denn hier am Mittwoch wieder zu unserer allerletzten Folge, allerletzte Let's Play-Folge auf diesem Kanal für dieses Jahr. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen möchtet hier von Tramsim, von ÖPNV-Simulation, von mir, dem Bio. Würde ich mich natürlich mega drüber freuen. Lasst mir gerne noch ein Like da oder schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und somit verabschiede ich mich jetzt hier. Bedanke mich, dass du dabei warst. Wir sehen uns. Bis denn. Auf Wiedersehen.